Cheerio, meine lieben Mitfarmer. Willkommen zurück zu Stardew Valley. So, dann wird jetzt der Kaffee hier weiter gepflanzt, beziehungsweise abgezogen. So. Unser kleiner Sohn spielt da oben wieder fleißig. Der ist aber ziemlich aktiv, ne? Spielt mit seinem Förmchen, läuft ein paar Ründchen. Mein Versuch wäre ruiniert. Vergib mir, Liebling. Ich werde dich so gut wie möglich. Ach, du siehst immer gut aus. Ach. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel an Real Talk gemacht. Und dann können wir endlich mal weitermachen, wo sie das Thema gerade anspricht. Und zwar das Aussehen. Ich meine, wie oberflächlich ist heutzutage unsere Gesellschaft? Geht das nur mir so oder geht das euch genauso? Ich meine, wie viel Wert hat das Aussehen heutzutage? Das geht meistens so weit, dass an sowas wie... Alter. An sowas wie Intelligenz etc. gar nicht mehr gedacht wird. Sondern immer das Aussehen vorweggestellt. So, wir müssen Amaranth kaufen. Merke Amaranth kaufen. Und das ist traurig, ehrlich gesagt. Das ist echt traurig. Ich meine, wie viele gehen jetzt unter, weil sie vielleicht nicht dem Standard entsprechen. Ja? Hier immer noch am Rumgabbeln da oben. Ja, das ist. Jetzt habe ich gerade zu Pause gemacht. Das ist leider das. Das Schlechte heutzutage, also in dieser Welt, dieses typisch Oberflächliche. Ich meine, sagen wir mal so, wie oft werden irgendwelche Frauen, Männer abgelehnt? Weil sie jetzt nicht sagen, keine Ahnung, aussehen wie. Was sind das Ultramodell für Schönheit? Ich glaube, da würden wohl die meisten, wenn man jetzt so in die. Meisten Deutschen, wenn man das guckt, so Germany's Next Topmodel, so wahrscheinlich Heidi Klum sagen oder so, wenn man halt so nicht aussieht, ja. Ist einfach traurig, so. Ist einfach mega traurig. War nicht fertig, alles klar. Oh, guck mal, da fehlt was. Gut, dass wir noch eins davon haben. Das ist das hier, ne? Nee. Das hier? Nö. Okay. Jedenfalls. Es geht so viel dabei verloren. Ist schon schade. Oh, die sind auch fertig. Ich meine... Von, es gibt dann, also man muss ja, wenn wir zum Beispiel, ah, der wird hier gebohrt gerade, man muss einfach mal die Forensikkultur angucken, ja? So. Über Dinge wie, Germany's Next Topmodel wird gejubelt, ach ja, ach diese schönen Mädchen und Papa und so. Und über andere Besonderheiten wird sich lustig gemacht. Man denke, Sendung wie The Biggest Loser. Ja? Da geht es überhaupt null, wenn man ganz ehrlich sagen. Dabei geht es null ums Abnehmen. Darum geht es einfach, diese übergewichtigen Menschen darzustellen, damit andere sich darüber lustig machen können. Besonders in Übungen, die total schädlich sind. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an diese Übung, die sie da macht, mussten am Strand im Sand rumlaufen und so weiter. Was meint ihr, wie unglaublich schädlich das für die Knochen ist? Und dann, was mich am meisten aufregt, dann ist dann einer dabei und sagt, oh, ich bin die Expertin für Sport und ich weiß alles. Dann hätte sie auch wissen müssen, dass bei solchen Übungen, die die da gemacht haben, dass das unsagbar schädlich ist für die, für den Körper. Für die Gelenke und alles. Und das ist dann so, wo ich mir denke, so, ach, Alter. So, das da rein. Wir haben hier nochmal Kaviar. Ich bin gespannt, wie viel das bringt. Also... Luxuriöse Delikatesse, ja. Essen will ich es nicht. Ich will es gleich verkaufen.
Jedenfalls. Das ist dann so dieses, wo ich mir dachte, oh Menschheit, was ist falsch mit dir? Auch meine Mutter. Meine Mutter hat sich das auch angeguckt. Und jetzt mal, wenn sie bei mir ankam, du hier, ich habe hier das Rühr, dann hör auf. Ich will davon nichts hören. Weil es einfach menschenerniedrigend ist. So. Ist ein Fakt. Lebt damit. Diese Geldmacherei mit den Sachen. Das sind 5, ne? Ja. 10 muss gelernt sein. Aber ja, trotzdem falsch. Ach, leck mich doch. Hier. Und hier. Und hier. So. So, ich bin gespannt, wie viel uns der Kaviar bringt. Also, wie viel Geld er uns bringt. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Man sieht es einfach in der Fernsehkultur, ja. Wenn man das überhaupt noch Kultur nennen kann. Ich muss ja sagen, ich gucke überhaupt keinen Fernsehen mehr. Also ich muss sagen, seitdem ich damals zum Beispiel ausgezogen bin, gucke ich keinen Fernsehen mehr. Sowas wie die Tagesschau oder so, gucke ich mir auf YouTube an. So. Weil das für mich einfach kein Fernsehen ist. Das ist für mich Schrott, was da in der Glotze läuft. Ja, mag sein, dass es hier und da vielleicht noch so Sendungen gibt, wo man sagen könnte, ey, ja, cool. Aber, nee. Ich muss aber ehrlich gesehen sagen, also wenn jetzt zum Beispiel, ich jetzt mal meine Mutter zu Besuch hatte damals in Hannover, und sie halt auf den Zug aufwarten musste, haben wir halt dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt, also hat der Fernsehen angemacht. Und dann lief ja sowas zum Beispiel wie Bares und Rares, ja. Und ich konnte damit anfangs nichts anfangen. Also, okay. Aber manchmal war es doch interessant, so, was die Leute, was die Händler da geboten haben für bestimmte Gegenstände und so. Da hatte ich mich dann irgendwann erwischt gehabt, dass ich sage, oh, okay. Cool. Aber trotzdem gucke ich es jetzt nicht mehr an. So. Mal dazu gesagt. Ich gucke es mir nicht an. Ich muss gleich noch eine Menge Screenshots machen, fällt mir jetzt mal gerade spontan ein. Ich habe nämlich keinen einzigen Screenshot gemacht. Also jetzt fehlen ein paar Screenshots, so, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ob ich hoffe mal, ihr habt das gesehen. Es gibt ja einen neuen Abspann, ne? Für meine Videos jetzt. Ich hatte mal wieder spontan Lust gehabt, einen Abstand zu... Abspann zu basteln. Oh, wir haben Sonntag. Ich war noch nicht bei der Händlerin gewesen. Huch. Abspann zu basteln. So. Nochmal Deutsch, ne? Einen Abspann zu basteln. Und habe mich dafür entschlossen, klar, eins meiner Lieblingslieder zu nehmen. Ihr kennt das ja, das habe ich ja schon mal vorgestellt gehabt in Adams Lieblings. Wo ich vielleicht auch irgendwann mal wieder eine neue Folge machen könnte. Das sind ja immer so spontan, und Lustprojekte, muss ich sagen. Genauso wie der Gamers Podcast damals. Barsch, Kugelfisch, Schönkarotte. Super Seegurke. Alles klar, nehme ich mal mit. Kirschsetzling, das ist auch in Ordnung. Kieferfleisch. Nadelspitzenblume. Ja, aber die Wände sind schon zu voll, also. Ach, gibt kein Dings hier? Jetzt keine Saat mehr, also keine von diesen seltenen Saaten mehr. Weißt du was? So. Nehmen wir einfach mal mit. Das sind einfach auch so Lustprojekte. Also genau wie Adams Liebling, so Gamers Podcast oder auch der Vlog, diese ständigen Vlogs jetzt. Das war ja zum Beispiel zur Zeit zum Artikel 13 so. Hier könnte ich ja auch mal Bäume hinstellen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, hier passiert sonst nichts. So. Jetzt können wir schlafen gehen. Die Super Seegurke, alles klar. Ist auch alles voll hier. Jedenfalls.
jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe ja zum Beispiel ja damals YouTube, wir haben angefangen mit Top 10 Listen. Da habe ich dann so Top 10 Listen gemacht, meine Lieblingsmusik und so weiter. Das war ja so gesehen der Anfang gewesen. Weil ich bin ja jemand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Spiele-Soundtracks. Ich liebe Spiele-Soundtracks und wollte einfach diese Liebe auch teilen mit den Leuten. So. Und irgendwann dann habe ich mich dazu entschlossen, Headset aufzusetzen und einfach mal los aufzunehmen. Ich glaube, meine Testaufnahme ist noch hier irgendwo auf dem Kanal zu finden. Das müsste, glaube ich, bei Vlogs und so sein. Da habe ich damals auch mit Stardew Valley angefangen. Also ich hatte jetzt nur eine Testaufnahme von Stardew Valley gemacht. Ja, und so wurde das dann immer mehr und jetzt bin ich halt ein kleiner YouTuber geworden. Der Winter steht vor der Tür. Wir sollten die Heizkörper und die Wärmedämmung nochmal zur Überprüfung und die Ventile zudrehen. Ja, jetzt kümmere ich mich um alles. Mhm. Alles klar. So. Seid wohlgesonnen. Ich würde dir gerne mein Glück mit dir teilen. Oh, danke schön, Linus. Ein Katzenfisch. Packen wir den mal hier mit rein. Ja, den Honig mache ich später. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die Pflanzen. So, nach der nächsten Aufnahme werde ich dann erstmal, glaube ich, so 3 Screenshots so machen. Weil ich bisher ja leider vergessen habe, Screenshots zu machen. Die Cranberries sind fertig. Preiselbeere. Ich sage es einfach, ich habe da unten jetzt den Baum hingestellt, weil wir nutzen da unten so nichts. Also das muss man ehrlich sagen, da wächst immer nur Gras nach, dass die Fläche ist unbenutzt. Also warum nicht noch ein paar mehr Obstbäume hinpacken, ne? Ich überlege auch gleich zu Pierre zu gehen und Obstbäume zu kaufen. Wit, wit, wit. So, wenn der geschlüpft ist, das nächste Ei vom Dinosaurier kommt dann auch da oben rauf. Also die Mayonnaise wird wahrscheinlich definitiv noch dauern dann. Obwohl ich würde sagen, das erste Ei, was wir kriegen, sollten wir dann doch doch zur Mayonnaise machen, damit wir da vorankommen. So, Senfkohl, ne? Und dann mal gucken, ob wir noch genug haben, schon genug haben in der Kiste. Das müssen ja 10 werden. Also gleich 16 Mal. Senfkohl auch kaufen. Ich würde sagen, ihr seid auch noch nicht fertig, ne? Na, wie geht's euch? Wir machen das gut, ihr macht das gut? Alles klar. Ich habe da unten das Graben gehört, Leute. So. Jedenfalls, wenn ihr eins der Themen hier verfolgt und euch interessiert oder so, dann schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Und wir können gerne weiter über. Also, wir können nochmal diese Themen dann nochmal aufgreifen und mal vielleicht drüber sprechen. Mache ich sehr gerne. Oh, ich merke gerade, ich war nicht im großen Stall gewesen. Woran merkt man das? Weil man keine Milch in den Taschen hat. Also wie gesagt, wenn euch ein Thema doch nochmal interessiert, was ich jetzt vielleicht noch zu kurz angeschnitten habe und so, dann bitte einfach unten in den Kommentaren und sagen so, ja, das würde ich nochmal gerne hören oder darüber würde ich gerne... Und ihr könnt auch gerne mitdiskutieren. Also wenn ihr jetzt irgendeine andere Meinung habt oder mir irgendwo zustimmt oder sowas in der Art, dann auch einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte auf 100 Pro. Die Sache ist, ich bin jemand, der gerne also von mir wird jeder Kommentar definitiv geliked, wenn er denn, ja, niveauvoll ist, ne? Ja. Wir kennen ja YouTube, ne, Leute? Jedenfalls, kommt da definitiv ein Like, ein Herzchen, oder, ich antworte darauf. So. Aber auf sowas wie, ja, super Video oder tolles Video oder tolles Format oder so. Ich finde es zwar schön, wenn es den Leuten gefällt, ja. Aber ich kann darauf nicht viel antworten andauernd. So, ich sag danke, also Sache ist ja, ich schreibe es dann drunter, danke. Aber die Sache ist, es ist so, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das ist genauso, als wenn jemand Kritik üben würde. Wenn jemand Kritik übt, so von, das Video ist kacke, so. Dann frage ich mich, was denn?
Die Sache ist, man möchte sich natürlich auch verbessern und Kritik ist immer was ganz Tolles dabei. Die Frage ist dann immer so, wenn ein Video ist kacke, dann fragt man sich so, ja, was ist denn daran kacke? So. Was hat dir nicht gefallen? Was könnte man besser machen? Was fehlt dir? So in etwa. Ich meine, dann kann man das ja auch verbessern oder so. Ich meine, ich mache jetzt Videos etc. einfach so, wie ich sie gerne mag. Ja? Also, ich bin da in dem Punkt ein bisschen egoistisch. Was ich aber auch sein kann einfach ist, weil ich eine ziemlich ruhige Community habe. Ob man das jetzt sagen, tun möchte oder nicht. Ah, das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne mal mich mit den Leuten unterhalte oder ihre Ideen anhöre oder ihre Kritik oder ihre Wünsche. Dafür müssen sie auch richtig formuliert sein. Und ein ja, tolles Video oder was ich selbst nett finde, also so ist es ja nicht, bedanke ich mich da mal gerne für. Aber so ein Video, wenn zum Beispiel kommt, ein Video ist kacke oder so, dann frage ich mich, was denn? Haben wir denn Cornberries noch? Jetzt habe ich die nämlich alle wieder weggeworfen. Und 10 Corn. Ja, wir haben genug Cornberries noch. So, wie sieht es denn mit dem Senfkohl aus? 9 normale? Nein, falsch. Da. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt immer Senfkohl noch kaufen. Der Senfkohl ruft. Manchmal, aber die Sache ist einfach auch so, was ich manchmal schade finde, ist, dass ja Leute auch YouTube so schnell aufgeben. Also diese Erwartungshaltung von den Leuten ist immer so unglaublich falsch. Die Sache ist, manche kommen an, machen YouTube, weil sie berühmt werden wollen. So, Bob. Wir sehen zum Beispiel Leute wie Gronkh und so und denken sich so, oh, das will ich auch, das will ich auch, das kriege ich hin. Bob. Aber übersehen dabei, dass zum Beispiel jemand wie Gronkh früher schon aktiv war. So, hatte viele Kontakte zu auch Musikfirmen und auch seine Spielefirma. Ich meine, zum Beispiel Meridian, wie das mal jetzt hieß, hat er auch aktiv gemacht und hat dadurch schon Kontakte gehabt. Ich meine, da hat er damals Sarazza kennengelernt. Das übersehen die Leute. Das übersehen die Leute einfach, dass der liebe Gronkh schon vorher, bevor er auf YouTube Let's Plays gehabt hat, schon eine solide Basis hatte einfach. Und auch ein Hand auf Blatt und so weiter. Es gibt halt manche, die werden auch so ein bisschen gepusht durch gewisse andere YouTuber, ja. Nehmen wir zum Beispiel mal hier Pandoria. Also ich muss mal ganz kurz sagen, Pandoria oder ja, Turbinator und auch ja, Currywurst sind im Grunde, eigentlich haben sie nur so einen Schwung gemacht, weil sie mit den entsprechenden Leuten zu tun haben. So, Pandoria ist ganz klar und da muss man ganz traurigerweise ja sagen, so ungern man das auch sagen muss, sagen möchte, Pandoria ist natürlich der Einfluss, dass sie erstens die Freundin von Gronkh ist, ja. Und ich habe hier jemanden graben gehört. Was ist denn das? Also erstens natürlich, dass sie die Freundin von Gronkh ist, ja. So doof sich das einfach anhört und so. Aber andererseits auch, dass sie an seinen Dingern wie HWS Kuhn, also an den HWS Kuhn mit teilgenommen hat und so. Ich meine, ja, sie hatte schon vorher so eine ganz kleine Basis, aber auch weil sie mal bekannt war, dass sie mit welchen Leuten da gezockt hat. Aber der große Schwung kam dann wirklich auch durch Zeit durch. Ich meine, die beiden haben auch versucht, das hatte Gronkh ja gesagt. Ich habe hier doch vorhin jemanden graben gehört. Also zweimal graben. Bin ich blind oder so? Ich habe keine Ahnung. Das hatten sie damals schon gesagt gehabt, das hat Gronkh damals gesagt gehabt, als er die Team geoutet hat. Da hat er gesagt gehabt, so er möchte eigentlich im Grunde es vermeiden. Also beziehungsweise Pandoria wollte einfach nicht, dass Gronkh sie pusht und so weiter. Sie wollte sich das selbst verdienen. Ist ja auch, ja, ist ja auch toll, muss man ganz ehrlich sagen und so. Aber es bringt halt so eine Sache mit sich, so eine Beziehung und so weiter. Ich meine, wir müssen zum Beispiel den größten YouTuber, also Solo-YouTuber angucken, PewDiePie. Da hat ja auch seine PewDiePie Marzia, seine Verlobte, seine Frau. Sind ja verheiratet, entschuldigt. Seine Frau. Und deren Kanal ist im Grunde auch so groß geworden.
Einfach weil sie die Frau, damals noch Freundin, von PewDiePie war. So. Hört sich kacke an, aber es sind einfach manchmal so Tatsachen einfach. So. Ja, und bei manchen, die jetzt keinen Push-Leute haben, also Leute, die sie pushen, gibt es dann halt andere Wege, warum sie, naja, sagen wir mal, berühmt sind. Also nehmen wir als bestes Beispiel, also ich kann euch jetzt einfach mal YouTuber aufzählen, die ich im Grunde einfach nicht ab kann, die aber trotzdem irgendwie erfolgt haben. Also jeder hat seinen Geschmack, so, sagen wir es mal so. Ist halt gleich vorweg, jeder hat seinen Geschmack. Bei mir sind das zum Beispiel Tanzverbot. Ich kann mit Tanzverbot gar nichts anfangen. Ich mag ihn nicht, so. Also ich mag das nicht, was er mag. Das ist für mich ist das Assi-Content, so. Und deswegen jetzt bin ich wirklich interessiert. Wo ich mich am meisten dann einfach so, wo, sorry, wenn ich das sage, so ein bisschen geschmunzelt habe, ist, wenn er dann angefangen hat, so quengelige Videos zu machen. So, der mag mich nicht, die Leute sind fies, der ist fies. Wo ich mir dann sagte, so, Kollege, du hast doch deine bescheuerten Ansagevideos gemacht. Weißt du? Und dann zu meckern, der schreibt, der sagt was Böses zu mir oder sonstiges. Hä? Auch Excel, ja? Also Excel 95 war das. Er mag ja sein, dass er vielleicht da und da seine Krankheiten und Verschiebungen und sonst was hat. Aber das ist kein Grund. Das, ganz ehrlich, das ist kein Grund, sich so unglaublich massiv asozial zu benehmen. Ich hab das tatsächlich mal gemacht. Ich habe mir einmal einen Livestream von mir angetan. Den habe ich nach nicht mal 5 Minuten wieder ausgeschaltet. Weil der saß da, wie so der größte Assi-Speck sonst wie sonst was, ja? Und ich darf Speck sagen, weil ich selbst dick bin, ja? Rülpst da rum, raucht da seinen Scheiß. Ey, das war so widerlich. Ich dachte so, Alter. Das war ja noch assihafter als zum Beispiel mancher RTL-Content oder so. Boah, nee. Und dann natürlich unser Assi himself, Drachenlord, ja. Boah, geht auch keine Kuhhaut. Also ich muss sagen, in manchen Punkten tat es mir leid, was so passiert ist bei ihm. Also auch, dass die Leute zu ihm gefahren sind, da seine Nachbarschaft auseinandergenommen haben und so weiter. Aber in gröben Teilen hat er es selbst zu verantworten gehabt. Warum sammelst du das Modellschiff auf? Wie er sich benommen hat, wie er sich verhalten hat. Ich meine, das waren irgendwie nur erwartete Nachbeben. Und er hörte ja nicht auf. Es ging ja immer weiter. Und das ist so, wo ich mir dann denke, so, oh, ein Kollege hat doch die Schnauze so Kram, wisst ihr? Traurig, aber wahr. Traurig, aber wirklich wahr. Und, ja. Die Sache ist einfach, ich gucke mir auch keine Streams an, ja? Also ich gucke mir einfach keine Streams an. Aber das Thema, ganz ehrlich, ich glaube, das behalte ich mal für die nächste Folge. Denn wir sind ja schon wieder am Ende angekommen. Wer es von den Pappe werden könntet, denkt an den Knopf von Stardew Valley. Und beim nächsten Mal machen wir dann schön weiter. Und quatschen noch so ein bisschen über YouTube, Twitch-Streams und so. Ich bin gerade so ein bisschen in der Erzähllaune, warum nicht? Also, dann denken, Part bewerten, großes Knöpflein drücken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.